Servus Leute, das heutige Thema sollte sein, ich war bei der Durchsicht mit dem Auto, für Jahresinspektion, 40.000 Kilometer, mehr hat er nicht, und was dann zu reparieren war. Das finde ich dann eher den interessanteren Teil, das machen wir gleich. Jetzt erzähle ich euch erstmal, warum ich extrem angepisst bin schon wieder. Eigentlich dachte ich, ja, ist ganz geil. Fährst in die Stadt runter, bei den Stadtwerken ist die Ladesäule jetzt wieder frei zugänglich fürs Auto. Nebenan ist der Edeka-Markt, gehst du schnell was einkaufen, fährst wieder nach Hause. Das war soweit der Plan. Aber wie jeder Plan, funktioniert ein Plan immer nicht. Ich bin da runtergefahren zur Ladestation, da lag so viel Schnee, die Ladesäule war nicht erreichbar. Ich hätte mich könnte zwar frech hinstellen, aber hätte dadurch alle anderen Parker, die dort geparkt haben, bei den Stadtwerken komplett blockiert, da hätte keiner rein oder rauskommen können. Also ich total angepisst rüber gefahren zum Edeka. Schleichwerbung. Bin natürlich nicht einkaufen gewesen. Hab mein Leergut weggebracht, also nicht jetzt im Edeka, sondern leere Flaschen, die sich so im letzten Monat so angesammelt haben. Wieder eingestiegen, total angepisst. Fahr dann, dachte ich, was machst du jetzt? Fahrst zum Rathausplatz, brauchst du ein bisschen Strom. So, ich fahr vor die Säule hier. Ist die Säule wieder voller Schnee, aber so voller Eis, dass du auf die Schnauze fällst, weil du den Stecker gar nicht richtig anstecken kannst. Also da musst du schon sehr geübt sein, ein älterer Herr oder Dame, die kommt da gar nicht hin, um den Stecker reinzustecken. Ich blende euch da gleich mal dann ein Foto ein, wenn das Video dann fertig ist. Ich irgendwann mal den Stecker rein ins Auto, freue mich, ah, das Auto lädt, gehst dann zwischenzeit zum Rathaus, holst ein paar gelbe Säcke oder gehst einkaufen, weil ich noch ein bisschen was gebraucht habe. Schaue ich da runter auf meine Anzeige. Oh. Scheiße, 6 Ampere lädt da nur 14 Kilometer die Stunde. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was ist denn nun los? War ja froh, dass ich in der scheiß Ladesäule den Stecker drin hatte. Ich dachte, da ist irgendwas kaputt. Nee. Ich wieder abgezogen den Stecker und dachte, jetzt steckst du nochmal auf der anderen Seite von der Ladesäule rein. Und tatsächlich, auf der linken Seite hat es geladen. Aber nun zum heutigen Thema. Ich war zur Durchsicht. 40.000 Kilometer Durchsicht. Für Jahre ist das Auto alt. Mehr Kilometer hat er nicht. Und was wurde da gemacht, ist vielleicht für euch mal ein bisschen interessant. Also beim Elektroauto muss ja nicht so viel gemacht werden wie beim Verbrenner. Der Tesla hat einen Serviceplan, da gibt es eine Pauschale. Nach einem Jahr, nach zwei, glaube ich, nach 4, 6 und nach 8 Jahren werden verschiedene Sachen abgearbeitet. Da werden der Luftfilter ausgetauscht, die Kabel werden überprüft, die Schlüsselbatterie wird gewechselt. Verschiedene Funktionalitäten vom Auto werden gecheckt und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste. Das mag für den einen oder anderen interessant sein. Da hat der Horst Lüning, mal sehen, ob ich das euch mal verlinken kann, ein tolles Video schon gemacht. Das finde ich aber jetzt ist relativ uninteressant. Viel interessanter finde ich, was sonst noch so kaputt war, was jetzt noch unter Garantie am Auto gemacht werden musste. Wie gesagt, das Auto hat 4 Jahre Vollgarantie und die läuft jetzt langsam aus. Da waren ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Viel war es nicht. Ich schneide das Video dann zusammen und zeige euch das dann nochmal im Einzelnen. Wir haben oben rechts im Dach ist ja ein Schiebedach drin in dem Auto. Ein Wasserablauf. Weil so ein Schiebedach hält ja nicht zu 100% dicht. Und bei starken Regenfällen sickert das rein. Da ist innen drinnen nochmal abgedichtet im Schiebedach. Es ist doppelt abgesichert. Das Wasser kann dann jeweils links und rechts, jeweils vorne und hinten, kann das Wasser dann durch sogenannte Wasserabläufe im Auto ablaufen. Das Problem war aber, ich hatte plötzlich Wasser drin im Auto, rechts oben drin. Ich dachte, wo kommt denn das Wasser her?
konnte sich keiner erklären. Vielleicht durch Schiebedach reingelaufen, war es auf, nicht richtig geschlossen oder was auch immer. Und das war tatsächlich oben rechts der Wasserablauf dicht. Also ziemlich dicht. Den haben die dann richtig mit Pressluft richtig durchgepustet. Jetzt läuft es wieder gut ab, das Wasser innen drin. Die Dichtungen sind nochmal überarbeitet worden, alles geschmiert, gefettet. Alles super. Dann beim rechten Sitz. Der Schalter für die Sitzverstellung locker gewesen. Der wurde ausgetauscht und komplett erneuert. Ist also Garantiefall. Dann haben wir hinten in der rechten hinteren Beifahrertür ist sagen wir mal so, da hat der elektrische Türgriff beim Ein- und Ausfahren Geräusche gemacht. Immer so ein knarzendes Geräusch. So hat er immer von sich gegeben. Da musste tatsächlich die ganze Türverkleidung ausgebaut werden. Von außen sind sie leider nicht rangekommen und musste gefettet, so eine Rückzugsfeder drin irgendwie, sagte mir, alles gefettet, schön, jetzt läuft es wieder geschmeidig, der Türgriff. Wie gesagt, kaputt ist er nicht. Aber er muss nochmal gefettet werden. So, was haben wir noch hinten links auf der Beifahrerseite? Auf der Fahrerseite hinten links ist immer die Türverkleidung so ein Stück abgesprungen. Meistens so ein Zentimeter oder so. Immer wenn man mal die Tür ein bisschen fester zugehauen hat, war die Türverkleidung oben locker. Das wurde auch gemacht, das sind sogenannte Klipse drin, das haben die mir erklärt. Und wenn mal doch mal aus Versehen so eine Tür fest zugeschlagen wird, dann kann es passieren, dass so ein Clip mal nachgibt. Und wenn man das zwei, dreimal macht, dann ist da wie gesagt verbraucht und kann das nicht mehr halten. Die Klipse werden alle erneuert. Und die Türverkleidung ist richtig fest. So, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was vergessen habe. War jetzt an dem Auto eigentlich alles in Ordnung. Wie gesagt, ich blende euch das alles noch mit ein. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ansonsten soll es mit dem jetzigen Video erstmal vorerst gewesen sein. No, tschüssi. Bloß gut, dass ich das Video schneiden kann. Ich habe nämlich nur eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar war das nicht alles, was kaputt ist. Nur eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar, die Teile müssen erst bestellt werden. Die Drive Unit muss ausgetauscht werden. Da ist hinten noch was am Antrieb. Eine Manschette, die muss noch gewechselt werden. Das machen sie aber erst, wenn die Drive Unit da ist. Also muss ich nochmal hin. Nicht, dass jetzt ein großes Aufschreien kommt. Ja, Gottes Willen, der Motor muss ausgetauscht werden. Das ist bei Tesla normal. Der Motor ist nicht kaputt. Der Motor macht Geräusche, der hat einen Lagerschaden. Das ist bei so Hochleistungsmotoren in diesem Bereich leider so der Fall, dass die nach einer gewissen Zeit so einen Lagerschaden aufweisen. Das sind die älteren Motoren, das Baujahr 2015, da kommt das leider vor. Damals lagen sie so bei 40.000, 50.000 Kilometer, ohne dass da irgendwelche Geräusche aufgetreten sind. Man kann mit dem Motor noch 50.000 Kilometer oder weiterfahren. Kuckuck! Arbeitskollegin getroffen. So, also ich hoffe mal, es kommt nicht noch ein Teil. Wollte ich mich schon von euch noch verabschieden und viel Spaß beim nächsten Video. Ciao!